Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Corekeeper mit Zombie und Maudado. Viel Spaß bei der Folge. Ey, überwiesen Gang. Ja, da ist noch Zinn. Ja, aber hier ist noch Zinn. Pass auf, den zweiten Gang zu graben. Hier war noch Zinn. Ist das der, den ihr gerade gegraben habt? Möglich. Ist Maudados Gang, glaube ich, oder so. Ja, meiner war knapp hier links. Wenn du von hier aus nach links gräbst, dann wärt ihr zu mir gekommen. hier kommt die Made immer lang. Karte sagt, ich bin falsch weiter abgebogen. Nach oben. Bei mir müsste ich weiter nach unten. Aber wir können auch. Also oh mein Gott. Oh Gang, mein Gott, ich glaube, ich bin tot. Soll ich dir entgegenkommen? Wir brauchen Maudado, er hat das ganze Zeug. Ich komme dir entgegen. Du bist tot? Ich bin tot. Er glaubt, er ist tot. Ja, er ist auch tot. Ich bin tot. Null died hier. Hier sind einige Maden. Ich kann verstehen, warum du gestorben bist. Ich kann auch verstehen, warum ich gestorben bin. Ich hab halt gerade kein Leben, also ich geh nicht kämpfen. Nö, ich hatte halt auch kein Leben mehr. Ich hatte kein Essen mehr, kein Leben, deswegen wollte ich auch heim. Klaus, der wieder eine komische Wand gesehen hat, hat uns alle umgebracht. Ja, ich hab keine Ahnung. Kein Bock mehr auf Klaus. Nein. Ich bin da auch blöd. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, deswegen bin ich gestorben. Oh Mann, passiert. Oh, naja, immerhin ist meine Leiche markiert. Ja, ich versuche mal langsam die Gegner hier zu töten. I'm quite hungry. Wir brauchen das Pfeil mal von Klaus auf jeden Fall, dass wir auch Betten bauen können. Dass wir da in unserer Base dann spawnen und nicht am Anfang. Ja gut, die Base ist ja direkt in der Nähe. Ein paar Schritte näher. Das stimmt wohl. Ich bin beim Käfer. Also ich versuche gerade, du solltest da hinkommen. Ich habe nur die große Made fehlt noch. Ich habe nur die kleinen alle bei mir. Oh mein Gott! Boah, hier ist Abend! Hast du gerade den ganz großen gesehen? Nee, das sind auch ganz viele kleine. Achso. Und ich bin halt auf Schleim und ultra langsam. Und da, oh mein Gott. Bin bei dir. Oh mein Gott. Aber ich ja, ich bin tot halt. Ach du Scheiße, sind das viele. Ja. Ach du. Also, die waren nicht weg. Ich hatte gegen 7 Stück oder so gekämpft und dachte, okay, die kämpfen gerade gegeneinander oder so. Hä, die kämpfen gegen andere Gegner. Alter Maudado, da unten ist ein fucking Madennest mit 40 Maden oder so. Ja, wir müssen das systematisch ausrotten. Wir können da nicht einfach reinrennen. Wir müssen erst den Schleim entfernen und dann weiterarbeiten und weiterarbeiten. Jetzt haben wir schön in der Base am Chillen. Wir essen, ich bin satt. Schön. Bald. Ich weiß nicht, ob es das bringt, weil hier halt immer der Große lang fährt. Ich glaube, der macht die Spur halt wieder rein. Ja, die Sache ist halt, auf dem Schleim kann man nicht entkommen. Aber ich glaube, der wird halt immer frisch wieder dahin gemacht. Ja, ich bin halt gerade nur entkommen. Ja, da ist ein Grab. Sind die... Oh, oh, von links. Ist nur einer. Ja, ich habe all mein Zeug, gehen wir. Okay. Ich glaube, die sind weggegangen, weil die mit anderen Gegnern da gekämpft haben. Ah ja, okay. Mit so Schleim. Ja, Schleim. Oh, ja, ich glaub, das ist ja hübsch. Ja. Hattest du die Dinger nicht gegossen, Maudado, die Holzdinger? Ich hatte alle gegossen. Ja, weil keins von denen gewachsen ist. Wow, du hast sie nicht mit Liebe gegossen. vielleicht sind die schon das zweite Mal angepflanzt. Hat Klaus die nochmal angepflanzt oder so? Braucht man die Holzdinger baut man ja nicht ab, oder? Welche Holzdinger? Hier, die Holzwurzeln. Ach so. Boah, hab ich die... Vielleicht muss man die irgendwann nachwässern? Nee, die sind ja ausgewachsen. Meinst du die neuen? Ja, die neuen. Ja, die neuen kann sein, dass ich es vergessen habe. Ah ja. Boah, aber ich... Brauchen wir echt noch mehr Holz? Ja. Ich glaube, man kann nicht zu viel haben, gerade mit Fackeln okay. Und so. Kriegt ihr auch FPS-Losses in der Base? Nö. Der Host hat FPS-Lags. Also wenn man aufnimmt, okay. Sollte man nicht hosten. Zu spät. Okay, also dann mache ich mir jetzt mal ein Zinnschwert, glaube ich. Wir brauchen 20 Eisenbarren, um eine Eisenwerkbank zu machen. Oh, Gottes Willen. Aber Eisen sollten wir doch schon einiges haben, ne? Nee. Ich mache den Zimmamboss, oder hast du schon? Ich habe... Noch keinen gemacht, ne, ich hab... Okay. 18 Barren mache ich, okay. Okay. Ja, dann mache ich... Ich mache mir ein Schwert und ich glaube, ich mache einen Alchemietisch. Man kann sich eine Schleuder, ein Schild und einen Dolch machen. Ein Tin Dagger. Und eine Bronzerüstung. Der Dagger hat bestimmt einen kürzeren Range, ne, als das Schwert. Kann sein. Aber greift auch schneller an. Ja. 0,8 Sekunden schneller. Das halt, muss man mit der TPS mal vergleichen. 74 bis 90. Ja. Oh, ich nehme halt immer die größere Range. Bett. Also ich würde es vermuten, ich kann es nicht sagen, ob es ist. Nacht. Gute Nacht. Das ist not my bed. Wow. Oh, man heilt sich, wenn man drin liegt. Oh, ich werde voll geheilt im Bett. Geht Hunger auch leer mehr? Nö. Oh, nice. Aber nur geheilt. Ich guck mal, ob ich mich jetzt reinlegen kann. Nee, immer noch nicht. Okay. Ah, mit einem Zinnbarren kann man eine Stachelfalle machen. Ja. Und wenn wir dann zum Beispiel diesen Schleim oder diese Larvennester platzieren, können wir so automatische Farmen für die bauen. Oh, das wäre... Aber was kriegt man von denen gefarmt?
Also von den Schleimen kriegt man halt Schleim raus. Von den Larven bin ich nicht sicher, aber vielleicht haben die kriegt auch irgendwelche... Kriegt man vielleicht Silk von den Larven? Würde halt Sinn ergeben. Ne, Silk pflanzen wir hier an. Das sind so diese Würste, die hier, die grünen. Das ist Fiber, ja. Ja, aber Silk müssen wir von den Larven bekommen, oder? Oder gibt es Silk sein. Überhaupt? Das kann schon sein. Ich weiß nicht, ob Silk gibt. Du erwähnst gerade Silk. Ich dachte, du... Ja, weil du es kennst, Ahnung. Erwähnst du es. Na ja, weil das ja normalerweise von Larven gewonnen wird, Silk. In Real Life auch. Also, wie heißt das nochmal? Seide? Seide, genau. Das war nur Videospiele-Logik. Oder Real-Life-Logik. Oh, also Wein. Also Wein. Also ich habe jetzt mal so einen Alchemietisch gebaut. Macht man Alchemietisch? Keine Ahnung. Heiltränke mit Schleim. Okay. Und ach, und die Larven droppen Larvenfleisch. Ja, davon hatte ich ein, zwei. Die kann man essen, aber bestimmt auch kochen. Ja, die mit Larvenfleisch habe ich schon ein paar Sachen gekocht. Okay. Hier unten hat hier eine Sache drin, aber die ist verschwunden, aber die hat irgendwer bestimmt dann sich schon gegönnt. War bestimmt was Gutes. War bestimmt lecker. Und aus den Paprika-Bomben macht man Bomben. Cool. Ist halt schon viel Damage. Ja, so eine Larvenfarm und eine Schleimfarm lohnt sich ja dann schon für den Alchemietisch, allein um Heiltränke und sowas permanent herzustellen. Ja, Heiltränke, Bomben vielleicht für Bosse. Ich weiß nicht, ob die mit Bomben ein bisschen angenehmer sind. Ja, 400 Schaden? Ja, ich klingt sagen, schon ja. Gut. Okay, was brauchen wir noch? Carpenter Table für Möbel. Ich würde schon gerne oben gegen den scheiß Schleim nochmal kämpfen. Ja, das ist der Schleim ist, glaube ich, so der erste Boss. Den sollten wir dann auch machen. Sollen wir dann aber als erstes nochmal runtergehen? Wir Zinnrüstung noch für machen, oder? Wie bitte? Zinnrüstung machen wir dann dafür, für den Boss, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, und gehen wir dann vor dem Boss nochmal runter zu diesem Raum mit den lebenden Wänden, oder... Machen wir das danach? Ja, wir haben halt nur noch 12 Minuten. Ja, ja, allgemein. Allgemein. Boah. Entweder ja, oder. Ja. Irgendwer hatte richtig viel Fiber vorhin dabei. Ich hab 22 noch, wenn du willst, hier. Ja. Hier in dieser einen Kiste ist doch... Oder hast du schon raus? Hier, guck mal, hier sind 50. 50 Fiber? Eisen können wir schon einschmelzen, der goldene nur Krieger. Kein Gold. Der bronzene Krieger. Das ist Gold. Was, ist das eine Goldrüstung? Ja, aber es heißt Bronze. Ich wollte nämlich auch reinflamen, dass es Gold aussieht und Bronze heißt. Hab's dann aber gelassen. Ja, nehme ich den Dolch oder mache ich mir das Schwert? Bergmann kann man sich das Schwert machen. Also ich habe mir das Schwert gemacht. Dann mache ich mir den Dolch. Aber für die Abwechslung. Ja. Ja, guck mal, ich habe auch nur so ein Pixie. Ja. Aber habe ich gerade die Motte umgebracht? Irgendwas war da, ich habe auch Schaden gemacht. Ja, und alles, was ihr nicht mehr braucht, könnt ihr einfach dann bei den Repariertisch reinlegen und zacken. Habt ihr noch Fiber? Ja, müsste ich noch. Muss mir zu. 60 Stück nur. Oh, nur. Habt ihr den Dagger gemacht? Ich hab einen Dagger. Dagger ist halt Pizza. Ist ja geil. Schwert ist wahrscheinlich besser. Ich hab Schwert. Aller Terraria. Wo ist denn. Oh, es gibt kein. Wo gibt's ein Schwert? Ja, an der Werkbank hier, unten. An hier. Der Werkbank unten. Ja, Mondado kann ich noch ein bisschen Stoff haben. Hab's wieder in die Kiste da gemacht. Aber hier, ich hab die auch. Die Kiste da. Nein. Meinst du Seil? Hier rüben rein. Ja. Welche Kiste? Warte. Ich hab das, Fall. Ich hab's gerade. Ist wieder drin. Shift, rechtsklick nimmt man die Hälfte immer. Shift, rechtsklick. Okay. Oh, okay, ich hab's gegessen. Merke ich mir. Den Pilz, oder? Ja, ich wollte den reinpflanzen. Den maximal? So. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Als ob man den nicht reinpflanzen kann. Boah, gibt's Rüstungsstände oder muss ich meine Holzrüstung wegschmeißen? Hä, einfach in den Repariertisch oben reinziehen und zerlegen. Warum? Oh nein. Wenn du es oben reinlegst und dann auf das Schwert Salvage zerlegen halt. Ja. Gibt Leute, die machen das aus Versehen. Hä, hey, was ist das für eine schwarze Rüstung? Keine Ahnung. Jetzt ist es kaputt. Die hatte ich halt vorher an, keine Ahnung. Die ist bestimmt. Keine Ahnung. Vielleicht hat die irgendeinen Z-Body? Mal hat gucken. Noch Zinn? Ja, das war. Einfach ein null IQ, der Junge. Ja, ich sag ja manchmal drück ich. Hat jemand noch dumm. Zinn im Winter? Nee, aber ich hab keinen Zinn mehr, aber ich glaube hier im Ofen lag noch gerade. Ist alles Zinn weg? Scheinbar. Ich hab gerade auf dem letzten 3 mit einer Spitzhacke gemacht. Ja, dann müssen wir wieder welches farmen. Jetzt haben wir halt eine Angel geholt. Sieht mega geil aus auch noch mit der Rüstung. Jo, ich komme nicht bis zu der Wasserstelle hin. Ist das fertig? Nee, noch nicht. Nee. Wir brauchen jetzt wieder 15 für die nächste Werkbank, für die Iron Werkbank oder wie? Ja, nee, wir müssen jetzt... Wir brauchen noch 20 Metall oder so. Oh mein Gott, das ist so ein dummes Angelminierspiel, wo der Fisch sich wehrt. Nein. Okay, aber es funktioniert. 20 Iron Bar und 10 Tin Bar. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch mal Zinn. Also wir hätten noch... 7 Minuten, wenn wir wollen, können wir einmal kurz den Riesenschleim besuchen. Achso, du willst den Schleim besuchen sogar? Wollen wir einmal den Riesenschleim besuchen? Ja, okay. Möchtest du mitkommen? Dann angeln gerade noch? Ja, warte, ich angel kurz. Fisch, hallo. Oh, warte, Essen. Ja, dann lass Essen mit Damage. Essen. Mit Damage und Life-Rack.
Maudado hat das gleiche Problem mit der Maus wie ich, dass man manchmal einfach in die falsche Richtung guckt. Okay, wie viel nehmen wir denn mit? Oh, ich muss lass mal das Essen dann hier unten in die Kiste nehmen, die Töpfe tun beide. Ja. Also die Kochzutaten. Aber lass dir einfach jetzt schnell noch zum Schleim, sonst schaffen wir das nicht mehr. Komme. Alter, 105! Mit deinem Schwert oder was? Ja. Ja. Ich bin ja jetzt schon wieder am Verhungern, aber egal, wenn du ready. Okay. Sollen wir noch ein bisschen Platz machen? Ja. Okay, dann esse ich ist ein bisschen tot? Was. Ja, der ist richtig tot. Okay. 3, 2, 1, tot. Er springt gleich nach vorne. Oh, er hat mich nicht getroffen. Oh mein Gott, er hat mich getroffen. Wie viel Damage macht der? Nicht so viel. 100 ungefähr. Ich hab jetzt noch. Alter, wir machen den richtig fertig. Wir haben halt so overgeared. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt solange wir nicht auf Schleim sehen, nur noch Pizza. Ja. Er ist rot, er ist enraged, er springt jetzt ultra schnell. Denkst du? Denkst du, es geht vorbei? Oder ich denke nicht. Nee, bestimmt unter 20% oder so dauerhaft, bis er dead ist. Zweimal reingepiekst. Und ja, Loot. Oh, eine Kiste. Oh, guck mal, wie. Ich hab ein PC gefunden. Ups, es tut mir leid. Wieso schlägst du unseren Händler? Was ist los mit dir? Wieso haust du alles als Instinkt? Der Junge. Ich weiß es. Ja, ich hol mal den ganzen Schleim hier einfach raus, ne? Ja, die können wir auch sicherlich abbauen. Ja, die hab ich auch. Oh, warte. Guck mal, ob der Schleim kauft. Wie viel gibt denn der uns für Schleim? Währung. Oh. Wo ist die Kiste hin? Ich hab die abgebaut. Du hast die abgebaut? Okay. Ja. Ich wollte mir halt erstmal die... Ach, Junge. Lass doch gucken. Da war ja nur Schleim drin und Items. Warte, ich kann dir die... Ja, Schleim und Items. Da war ein Item drin, womit wir jetzt irgendwie was Neues machen können, glaube ich. Irgendwas. Ja, ich wollte es mir halt nur angucken. Ja, warte. Ich stell's nochmal hin. Nein, jetzt will ich nicht nochmal. Doch, ich will's ja auch nochmal lesen. So, wir lesen jetzt. Ja. Stell auf. Ja, ich bin dabei. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Da, und jetzt tue ich die Sachen rein. Also nur die zwei, so, also du musst den Schleim nicht wieder reinmachen. Okay, den Schleim habe ich schon verkauft. Many slime together into a giant one. Okay, nein. Vielleicht können wir das in der Mitte abgeben, wenn wir so starten. Slime Essence used for... Beard Care, Bartpflege. Okay. Stell dich in einen Raum, der bewohnbar ist und ein bärtiger Charakter zieht vielleicht ein. Was müssen wir machen? Entschuldigung? Ja. Einen bewohnbaren Raum bauen und dann zieht der bei uns ein. Dann zieht der Händler zu uns ein. Also lassen wir den so lange hier stehen. Ja. Okay. Ach, guck mal, hier ist Pentagramm. Hier ist ein Kreis. Ja. Vielleicht können wir den Boss dann nochmal beschwören oder so. Ja, das wäre cool. Hier ist ein Pentagramm. Hier ist ein Kreis. Pentakreis. Boah, ich hoffe, es gibt irgendwann Schuhe, die den Schleim kaputt machen. Es gibt doch diesen Z-Boni, dass du immun gegen Schleim bist. Ah, okay. Ach, der chillt gerade hier rum. Der. Ja, bei dem kann man richtig gut Schleim verkaufen. Ja, sollen wir den einsperren irgendwie? Was, Schleim verkaufen? Das sind Heiltränke. Auf keinen Fall Schleim verkaufen. Ich habe dem 20 Schleim verkauft. Ich habe vielleicht auch Schleim verkauft. Die habe ich mir hart erarbeitet. Ich habe die auch hart aus der Kiste gelootet. Einfach nur Likuti-Mails. Ich gehe fürs Geld. Soll ich den einsperren oder? Nee, der kommt jetzt hier doch eh zu uns ein. Ja, nicht, dass er irgendwo stirbt. Es gibt Leute, die schlagen den. Stirbt einfach. Stirbt, schmirbt. Der kann nicht sterben. Also es gibt Leute, die schlagen den einfach. Ja, habe ich gesehen. Alter, okay, hier die Form von den Wurzeln wird gerade unglücklich. Schnell weg damit. Die passt so gar nicht rein, die Truhe, auch wenn die cool ist. Ja, aber die ist halt platztechnisch echt nice. Ja. Aber soll ich skillen, dass ich mehr Ohr von Wänden kriege oder dass ich Ohr weiter sehe? Ich glaube, ich würde mehr skillen. Mehr. Ist halt die Frage, wie viel weiter ist, ne? Ja, zwei Felder weiter. Ich habe erstmal weitersehen. Wir können beides so ein bisschen skillen. Wir können ja Tag-Team machen. Einer sieht, der andere baut ab. Ja. Boah, pflanzt sogar die Bomb-Plants wirklich im oberen Feld an, obwohl die ins untere rein können. Spielt das eine Rolle? Ja, Ästhetik. Okay, haben wir da nicht drüber geredet, Klaus? Nein, das ging nur um das Drumherum. Ja, das nächste Mal achte ich drauf. Es tut mir leid. Das ist das richtige Feld für die Hardberries. Sehr gut. Hallo? Ja, das andere Feld habe ich ja schon. Du kannst sie mit der Spitzhacke abbauen, wenn die noch nicht gewachsen sind. Nein, alles gut. Ja, das nächste Mal. Ja, das. Das nächste Mal achte ich drauf, es tut mir leid. Es gibt kein nächstes Mal mehr, Klaus, du hast schon verkehrt. Ja, aber ich glaube, das, was du mit dem Beschwören gesagt hast, das könnte halt echt sein, weil es gibt ja diesen Gegenstand, der in der Kiste. Ich also meine, einfach mal in die Kiste auch wieder rein. Meine Zinnangel sagt mir, meine Angel ist zu schlecht, um im Steingebiet zu angeln. Okay.
Deine Angel ist zu schlecht. Ja, I need better tools for these waters. So, okay, Klaus, ich glaube, wir müssen gehen. Nee, ich glaube, wir müssen gehen. Ich würde aber gerne noch weiter angeln, hallo? Spielen wir später weiter? Hallo? Ja, bis dann. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ansonsten schaut auch in die Beschreibung rein. Da sind die anderen beiden verlinkt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.